Bundesliga, meine Augen. Mal hier, Zeremonie beginnt gleich und jetzt dürfen sich die Teammanager hier die Fahnen raussuchen. Cool. Damit darfst du mal ziehen. So, Zeremonie geht los. Geht los mit Österreich. Ja, ziemlich viele Leute hier aus Österreich da. Ich glaube hier lang. Ne? So, jetzt geht's hier nach oben. Das ist, wie gesagt, Österreich. Und dann gibt es hier ein schönes Gruppenbild. So, schauen wir uns das mal an hier. Jo, wo soll das denn hinhaben? So, jetzt kommt das nächste Land. Das sieht hier aus. Willkommen zum National Anthem auf Belgium. Jetzt kommt hier Belgien dran. Ja, im Gegensatz zu Österreich etwas kleiner hier. So, jetzt werden hier. Und jetzt gibt es hier auch einmal nach oben. Und dann gibt es das Gruppenbild. Lass mal sortieren. So, was war jetzt? Belgien. Und jetzt? The next place. So, ich würde sagen, okay, willkommen zum National Anthem auf Kroatien. Kleines Familientreffen hier. Kroatien. Tschechische Republik. Ja, sind schon wieder vier. Also sind unterschiedlich gut besucht. Und ja, wir müssen natürlich auch dort hinten einmal rum und dann geht es einmal hier nach oben. Haben wir hier Dänemark. Oh, die nehmen die Abkürzung. Nein. Nein. So, Team Dänemark, auch hier bei der Euro vertreten.
Finnland einmal hier. Ja, die machen es ganz orthodox. Einmal Finnland hier. Oh, Frankreich. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf, ne? Doch. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir. Oh, jetzt kommt hier Großbritannien. Italien kommt jetzt hier. Oh, jetzt kommt sogar der Uwe und guckt raus. Der Uwe guckt raus jetzt. Ja, ist mal Weltmeister. Yes. Oh. Ja, ist ziemlich klein. Normalerweise gibt es viel mehr, ne? Monaco! Oh, Team of Monaco! Wahnsinn! Was ist denn da los? So, wir kommen jetzt hier. Oh, die Niederlande hier. Auch nicht schlecht. Auch gar nicht so klein das Team hier. Wie gesagt, wir haben ja 144 Teilnehmer insgesamt. Cool. Hier fast alle im Team Kleidung. Ja, genau, wir sind in die Mitte. Sehr gut. Oh, jetzt kommen wir hier, Team Polen. Ich glaube, das ist auch die jüngste Teilnehmerin hier mit bei. Sie darf sogar die Fahne tragen. So, jetzt haben wir hier, ihr seht an der Flagge, die Portugiesen. In der Mitte ist der Bruno Coelho, der amtierende Europameister. Mal sehen, ob er seinen Titel verteidigen kann. Hier. So, jetzt kommen hier die Spanier. Das sollte auch noch mal ein cool. Ja,
Ja, ist auch nochmal ein großes Team. Die Spanier sind auch nochmal gut hier vertreten. Canas dabei, Robert Vettel dabei. Also einige bekannte Fahrer, die hier zur Euro angetreten sind. So, Schweden ist auch dabei hier mit der Jessica Paulsen vorne. So, die Schweizer. Auch gut zu erkennen an dem Rot-Weiß. Da fehlt jetzt noch das Fass unten dran. An dem Mund. Und zwei Eidgenossen hier. To the team of Germany. So, das Heimteam, also sprich das Team, was hier nicht veranstaltet, aber wir sind ja hier im Heimatland von Deutschland in Bischofsheim. Und ihr seht, klar, die größte Nation, die hier bei der Euro vertreten ist. Beschluss der Thoma, der Frank Lemke. Unser Teammanager. Ah, die ersten gehen hier. So, Fotosession. Jetzt alle Autos nach oben werfen. Okay. Okay, guys, all drivers come with the cars for the restaurant for a picture. We make a picture. Da. So, wir warten jetzt hier. Alle gehen hier zusammen und dann sehen wir hier mal ein ganz großes Gruppenbild. Aber das wird natürlich jetzt gleich riesig werden. 140 Leute. Alter Schalter. Das wird ein großes Gruppenbild werden hier. Der Platzhirsch, der durchs Bild rauscht. Wahnsinn. Thank you.